Hi, willkommen zu einem neuen Part Horizon Zero Dawn. Heute sammeln wir erstmal hier ein Pigment auf und dann kümmern wir uns um die drei Spacken hier, die irgendwie bei Burgrend Schulden haben. Mal erstmal suchen wir so eins dieser Pigmente. Mir wird ja nur der Umkreis angezeigt. Der könnte ja halt überall hier sein, ne? Wir gehen erstmal hier hin. Ich weiß nicht mal, was das für Dinger sind. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Könnte es das Ding sein? Ne, das ist ein zerstörter Wächter. Oh, sehr nützlich. Vorratskiste. Ich weiß ja nicht, wonach ich suche, ne? Ah, Pigment. Danach suche ich. Es wird perfekt im Fokus angezeigt. So, wo ist das? Da. Ist das immer auf so einem riesen Berg? Denn ist es gar nicht mal so schwer. Moment, Karte wollte ich. Wir können das jetzt ein bisschen abkürzen, nämlich. Hierhin. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht zu Fuß latschen. So. Und dann wollen wir mal die Schulden führen. Ich sieht irgendwas. Achso. Ein Lanzenhorn oder ein Graser, was auch immer. Ich hau mal einfach ab. Dann beruhigt er sich schon wieder. Oh, da oben ist ein Panzerwanderer auf. Oder was das ist. Jupp. Den umgehe ich. Darauf habe ich keine. Ich glaube, ich kann die nicht umgehen, oder? Ah, warte mal. Wenn ich hier schon in der Nähe bin, dann schalte ich den Kontrollturm auch aus. Er wird halt von den Panzerwanderern da bewacht. Eins, zwei, drei, vier Stück. Da stellen wir was Explosives her. Ich muss da irgendwie hin, ne? Weil wenn ich mich erst mit dem Panzerwanderer anlege, tut der Turm die ganze Zeit die regenerieren. Und wenn ich den von... Da oben hat der ja eine Schwachstelle. Das kriegen die Panzerwanderer mit, oder? Versuch's mal. Ja, das kriegen sie mit. Ah, das kriegen sie nicht gut mit. Ich hab ihn sonst überbrückt, aber zerstören kann ich ihn ja eigentlich auch, ne? So, ein Schuss ist, glaube ich, noch. Ja, lassen Sie mich suchen. Hauptsache, der Turm ist weg. So, boom. Wissen Sie, wo ich bin? Den Turm in die Luft zu jagen, ist, glaube ich, sogar effektiver. Ich glaube, der findet mich gleich. Soll ich mich ein Feuer auflöschen? Oh, scheiße.
Oh, was für ein Fehlschuss! Kamera packt gerade etwas. Komm. Nee, 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 nee. Oh, fuck. Ich muss auf Distanz. Hör auf mit dem Schritt. Du Feigling. Der ist hinüber. Der andere hat keine Ahnung, wo ich bin. Den jagen wir gerade mal den Panzer hoch. Bam. Das war ein klassischer Fehlschuss. So, weg sind sie. Ich hätte am liebsten Munition für meine krasse Blitzschutzwaffe. Habe ich da wieder was? Oh lol! Sturmbolzen, davon habe ich jetzt wohl reichlich was. What the fuck, warum schwenkt die Musik um? Von den Sturmbolzen hatte ich bestimmt im letzten Part auch welche, war bloß zu dämlich, die herzustellen. Okay. Hätte ich den Turm ausgelöscht. Und dass das Missionsgebiet zufälligerweise bei einem anderen Turm ist, ist doch bestimmt kein reiner Zufall. Nein, Schatzchen! Kill it! Das würde ich jetzt in echten Leben nicht sagen, aber wir können das halt looten. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Da ist der Turm. Da ist irgendwas Dickes. Ist das ein Plünder? Das sind die drei Möchtegern. Jäger. Scheint wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Was läuft da hinten? Das sind zwei Türme sogar. Was ist das? Ein dämonischer Versänger. Das heißt, das wird kein Spaß. Schild hat schon wieder einen Kurzschuss. Ist egal. Ah, die Position ist nicht die beste. Ja, ich treffe das von hier nicht. Da unten ist ein Fleckchen zum Verstecken. Jedenfalls glaube ich das. Oh, 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 der Truthahn kommt dahin. Truthahn, dreh um, genau. So, okay. Perfekte Position. Aber wenn das Ding hochjagt. Weiß der Truthahn, glaube ich, wo ich bin.
Deswegen machen wir das taktisch, denke ich. So. Bumm. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Okay, sie sind alle aufmerksam, aber sie haben keinen Plan, wo ich bin. Ich sollte vielleicht den mal ein bisschen schneller ausschalten. Ja. Könnte sich der Versänger verpissen? Danke. Ich muss ganz durchspannen, ansonsten geht das nicht. So. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ja. Vollkommen richtig, hier gibt es nichts zu sehen. Ah. Ich warte mal, bis er nochmal hochplustert. Da kommt hier nicht genau in meine Richtung, oder? Alter, hau ab! Hau ab! Hau ab! Genau, dreh um. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, wie man es beendet. Nicht mehr. Lehne niemals einen helfenden Bogen ab. Ach, wie auch immer. Von mir aus, solange sie nicht alles abgreift. Ja, dann helf mir mal. Wir können ja nicht sterben dabei, oder? Nimm deine Tabletten. Mach das Ding weg, solange es noch ohnmächtig ist. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Hau ab. Ich habe keine Munition mehr. Fuck. So, der ist hinüber. Alter, dass er diesen Raketenschuss hat, ne? Stirb, 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 stirb. Hier. So. Scheiße, das sind nur noch zwei. Wo ist die dritte? Die ist nicht tot, oder? Ah, da ist sie. Okay. Wahrscheinlich hätte ich vorher mit denen sprechen müssen. Und dann hätten die... Ich weiß nicht, warum dich das etwas angeht, Fremder. Fremde!
Was sollte das alles? Was spielst du hier für ein Spiel? Der Boden, die Luft. Ich habe euch den Arsch gerettet. Bisschen mehr Dankbarkeit. Ich hätte wahrscheinlich vorher mit denen sprechen müssen. Dann hätten wahrscheinlich einen Dialog. Hilf uns, die Maschinen zu erledigen. Stattgefunden. Keine Angst. Burgren schickt mich, sagte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Der Osseram-Angeber in Sangesgrund? Tat er, als sei er um uns besorgt? Wir kommen zurecht. Auf uns muss man nicht aufpassen wie auf Kinder. Da sagt Burgren was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrend. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Von hier ins Sonnenreich? Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir, so weit es geht, von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrend... Eine Frage, in Ordnung? Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrend. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh, immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrend wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Ah, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Mhm. Wo ist denn das? Ach du Scheiße. Das ist ja mal überhaupt nicht in der Nähe. Ja, okay. Dann gönne ich mir gerade das Pigment von dort. Bleib stehen. Ich brauch dich zwar, glaube ich, nicht mehr, aber ich bring dich mal trotzdem um. Sieht gut aus. Hm, das Pigment ist wahrscheinlich auf der anderen Seite des Sees. Ah, da ist es, okay. Ah, die sind relativ offensichtlich zu finden. Hier habe ich jetzt nicht mal den Fokus für gebraucht. Karte. Das ist wieder in der Nähe von so einem fucking Dämonenturm.
Da sind wieder ein paar Maschinen bestimmt. Und wir müssen denen wieder helfen. Was fehlt denn noch? Pirscher und Schnappmaul, ne? Ja, solange kein Versänger da ist, ist alles okay. So. Hier ist ein Kontrollturm. Habe ich den noch nicht ausgeschaltet? Moment. Nee, tatsächlich nicht. Die Kontrolltür, die ich ausgeschaltet habe, werden auch verschwinden von... Ne, die werden so gräulich eingefärbt. Okay. Das sind aber viele Maschinen im Umkreis. Das sind zwei, oder? Jupp. Ah, den sehe ich hier von hier aus gut. Willst du mir erzählen, ich bin zu weit weg? Oh oh, der sieht mich. What the fuck? Sind das drei Stück? Das ist ein Schnappmaul. Ich habe das Gefühl, das hat mit der Mission zu tun. Deswegen gehe ich erstmal zum Pigmental. Weil das sind drei Dämonentürme. Hier ist noch ein Dämonenturm. Den habe ich sogar ausgeschaltet, oder? Jo, den habe ich schon ausgeschaltet. Hier oben ist noch einer. Aber sonst habe ich dann alle weg, ne? Ja, das hat, glaube ich, mit der Mission zu tun. Weil da vor allem, weil da ein dämonischer Schnappmaul ist. Okay. Lassen wir erstmal beiseite. Hat irgendwas mit der Mission, denke ich, zu tun. Wir sammeln mal das nächste Pigment ein. Wenn ich schon hier in der Nähe bin. Ein paar muss ich ja noch sammeln. Die beiden vor allem. Die darf ich nicht vergessen. Da im Jagdgebiet ist noch eins. Und dann ist da noch eins. Und dann habe ich sie alle, ne? Vier Stück noch. Fünf Stück noch. Ich glaube, ich habe irgendwas eingebildet. Alter, das sieht hier nice aus. Zwei Plünderer. Aber ich sehe schon, wo ich hin muss. Alter, das mit den Wasserfontänen hier ist richtig geil.
So, Pigment einsammeln. Zack. Viertes von 9. Das heißt, jetzt sind das noch 5. 1, 4, 5, ja. Wo sind denn die anderen? Eins ist da. Eins ist hier, 2. Ah, okay. Dann müsste eigentlich eins hier. Ah, da unten ist es. 3, 4, 5. Okay, 5 Stück fehlen noch. So. Gibt es hier in der Nähe irgendwo eigentlich einen Safe-Punkt? Da. Ein Trampler-Maschinen-Areal. Ah, da 3 sind meine jungen Freunde. Da ist der Dämonenturm. Und irgendwo wird hier ein Pirscher sein. Naja, Leute. Darum kümmere ich mich im nächsten Part. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao.